Die Süddeutsche Zeitung hat es sehr schön aufgereiht. Die Ahnengalerie der abgeschobenen und zurückgetretenen Ministerpräsidenten der Union. 6 Ministerpräsidenten, ein Bundespräsident in 10 Monaten, das hat noch keine Bundesregierung geschafft. Und es wirft ein Schlaglicht darauf, was hier eigentlich los ist. Wir haben eine hilflose CDU-Bundesvorsitzende, die diesem ganzen Treiben nur noch zuschaut, die nicht in der Lage ist, für Orientierung zu sorgen. Und so ist die ganze CDU orientierungslos, weil es Frau Merkel nicht gelingt, bei einem der zentralen Themen, ob es die Steuer- und Haushaltspolitik ist, ob es die Gesundheitspolitik ist oder die Energiepolitik, für Orientierung zu sorgen. Stattdessen treibt sie im Meer der Streitereien der eigenen Bundesregierung hin und her. Und das führt nun zu einem noch größeren Problem. Das führt nämlich zur Perspektivlosigkeit. Die gesamte Union ist perspektivlos, aber das bedeutet natürlich auch für unser Land, wenn die zentrale Partei in der Bundesregierung nicht weiß, wo sie hin will, was sie für ein Konzept auch für Deutschland hat, dann ist das insgesamt für Deutschland schlecht. Es ist ein würdeloses Schauspiel, was wir hier erleben. Sie sehen, es ist viel los in der Bundesregierung. Leider bewegt sie nichts.